Andi Boll, VfB Oldenburg. Heute beim Hallenturnier in Kloppenburg. Nicht so gut gelaufen bis jetzt, aber die Vorbereitung hat ja gerade erst begonnen. Wie sieht's aus bei euch? Ja, insgesamt ganz gut. Wir haben am 5. Januar angefangen. Die Jungs ziehen bis jetzt gut mit. Wir haben gestern erstes Testspiel gehabt gegen Werder U23. Haben wir 2-0 verloren. Insgesamt war ich zufrieden. Wir haben über weite Strecken schon einiges richtig gemacht oder vieles richtig gemacht. Und, was hat für Veränderungen gegeben in der Mannschaft? Personell gibt es da so einiges zu berichten? Ja, wir haben Julian Bennard verpflichtet vom Kickers Emden. Ein ganz junger, talentierter Spieler. Und darüber hinaus mit Karim Jaja und Melvin Lambert, die zwei Spieler aus der U23 hochgezogen. Und Ben Ari haben wir abgegeben. Ja. Was steckt dahinter praktisch? Ist ja zuletzt die Männer so richtig zum Einsatz gekommen, oder? Ja, das ist im Endeffekt. 1-2. Ja, hat Mehmet Ari in der letzten Zeit in der U23 gespielt und war mit der Situation da nicht mehr zufrieden und haben wir noch keine Steine im Weg gelegt. Und von Bennard erwartet ihr, dass er praktisch auf Anhieb in die Stammelf sich spielen kann? Wie siehst du das? Ja, das erwarte ich grundsätzlich von allen Spielern. Ne? Fakt ist, dass es ein unheimlich talentierter Junge, der jetzt im zweiten Herrenjahr ist und der eigentlich sich auf Anhieb im Herrenbereich wirklich auch schon durchgesetzt hat bei Kickers Emden. Und ich erwarte mir schon einiges von Julian, weil er auch unheimlich viel Biss mitbringt und unheimlich Ehrgeiz hat. Und werden wir sehen. Bei Kickers hat er ja so ein Duo gebildet vorne mit Andreas Gerdes-Burg. Wie siehst du das beim VfB dann? Wie wird er dann praktisch sich integrieren vorne? Ja, das muss man im Endeffekt sehen. Ne? Fakt ist jetzt erstmal, dass er sich manchmal im Kader seinen Platz erkämpfen muss. Und wo das schon sein wird, das muss man einfach sehen. Dann, ne? Was habt ihr euch für die Rückrunde vorgenommen? Ist ja kein Geheimnis, dass wir natürlich die Qualifikation erreichen wollen zur Regionalliga. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen von Anfang an wirklich da gut reinkommen und als Mannschaft auftreten. Und haben mich zuversichtlich, dass wir das Ziel auch erreichen werden. Mhm. Habt ihr noch was vor, bis zum 31. Januar irgendwie personell noch nachzugeben? Ja, wir gucken natürlich hier und da. Es sind da unheimlich viele Spieler, interessante Spieler auch auf dem Markt. Und wenn was dabei sein sollte, wenn ein Spieler dabei sein sollte, der uns wirklich in der Qualität auch nochmal stärkt, dann schließe ich nicht aus, dass wir auch noch was machen können. Okay, danke schön, Andi Boll.